Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir meine MPC-NC, welche Teile ich verbaut habe und wie das Ganze mit Astelcam angesteuert wird. Meine MPC-NC hat eine Baugröße von 100 cm mal 80 cm, was einem Fräsbereich von ca. 53,5 mal 74,5 cm entspricht. Bei der Z-Achse sind es 10 cm Verfahrweg. Angesteuert wird das Ganze nur über dieses USB-Kabel, welches mit meinem Laptop verbunden ist. Hier drunter unter dieser Erweiterungskarte befindet sich ein Arduino Mega 2560, auf der nur diese Karte nochmal oben drauf gesteckt worden ist, mit Schraubterminals, damit man die ganzen Kabel einfacher anschließen kann und das später hinaus auch sauber verkabeln kann. Von hier aus geht das Signal in diese kleine Box. Dort werden die Signale aufgeteilt auf jeweils zwei Endstufen. Das heißt, ich habe hier zweimal die X-Achse, zweimal die Y-Achse und einmal die Z-Achse. Hier bei dem Aufbau wird jeder Motor einzeln angesteuert, da jeder Motor jeweils 1,8 Grad pro Schritt hat, ergibt es dann 200 Schritte pro Umdrehung, was später auch in Astelcam eingegeben werden muss. Die Endstufen bekommen den Strom von diesem Netzteil, das ist ein 24 Volt Netzteil mit 15 Ampere. Von hier aus geht es in einen kleinen Verteiler, den ich 3D gedruckt habe. Die Dateien zu diesen kleinen Boxen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Von dort aus geht es dann weiter in die jeweilige Endstufe. Die Endstufen sind von der Baureihe TB6600. Die haben jeweils bis zu 4 Ampere Leistung, was auch wiederum bedeutet, dass man die Steuerung entweder auch bei einer anderen Fräse verwenden kann oder auch später hinaus zu immer noch genug Leistung bringen, wenn man umbaut und zum Beispiel vorhat, auf eine 1,5 oder 2,2 kW Frässpindel, die zum Beispiel auch wassergekühlt ist, umzubauen. Das ist hiermit so möglich. Bei meiner MPC-NC sind Nehmer 17-Schritt-Motoren mit 1,9 Ampere verbaut. Die haben einen Drehwinkel von 1,8 Grad pro Schritt, was 200 Schritte pro Umdrehung ergibt. Ebenfalls ist es möglich, dass man mit der Art der Steuerung ein Handrad mit antreibt. Mir war es persönlich wichtig, dass das Handrad eben kabelgebunden ist, da ich keine Lust habe, über irgendein Nummernpad, welches nur mit Funk angeschlossen ist, eine Fräse zu bedienen. Das ist mir einfach zu heikel. Ich muss auch gestehen, bei mir ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich die Fräse gebaut habe, ist das Handrad. Also das Handrad war vor der Fräse fertig, da ich sowas ja einfach cool finde und ja, das eigentlich jeder haben muss. Was kann ich mit dem Handrad alles machen? Damit kann ich meine Achsen komplett einzeln verfahren, ohne dass ich nochmal an einen PC oder an einen Laptop laufen muss. Ich kann das Programm starten oder stoppen. Ich kann die Spindel an- und ausschalten, kann meine Achsen abnullen. Das ist alles hier drüber möglich. Da kommen wir aber später nochmal näher drauf. Das Handrad ist über eine D-Sub-25 Platine angeschlossen und hier über die geschirmte Steuerleitung mit einem Schraubterminals auf dem Arduino Mega 2560 verbunden. Des Weiteren ist hier nochmal ein D-Sub-25 Terminal, auf dem ich dann alles weitere anschließen kann. Mit der Art von dem Aufbau stehen hier einem mehr als genügend Ein- und Ausgänge zur Verfügung, sodass man auch später einen Werkzeuglängensensor, eine Tastplatte, verschiedene Ansteuerungen über ein SSR-Relay, zum Beispiel eine Absaugung oder eine Wasserkühlung oder auch einen Plasmaschneider, der damit steuern kann. In dem Beispiel, hierfür habe ich noch kein Gehäuse, das ist so ein Schraubterminal. Das ist jetzt meine Karte, an der jetzt hier beispielsweise mein Werkzeuglängensensor angeschlossen ist. Das ist noch sehr provisorisch. Das Ganze wird dann später hinaus noch in ein Gehäuse gesetzt. Und wie du sehen kannst, sind hier noch mehr als genug Anschlüsse vorhanden, die ich auch wirklich alle belegen kann. Das ist auch mit der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe, die MPC-NC so aufzubauen, dass ich das Ganze mit dem Arduino Mega 2560 ansteuere, da ich hier einfach deutlich mehr Möglichkeit habe, verschiedene Sachen umzusetzen. Vor allem im Vergleich zum Arduino Nano. Wie eben schon kurz angesprochen, die komplette Fräse, die komplette Steuerung und auch die Leitungen zu den einzelnen Motoren sind mit geschirmten Steuerleitungen realisiert worden, einfach um dort eine Fehlerquelle ausschließen zu können. Des Weiteren sind hier
solche GX16-Stecker und Buchsen verbaut. Da ich das später in Gehäuse setzen möchte, ist es dann somit deutlich einfacher, dass ich dann die einzelnen Achsen an- oder abklemmen kann vom Gehäuse, ohne dass ich da irgendwelche Kabel selbst an der Endstufe lösen muss. Und bevor wir zu den Details zum Handrad kommen, nochmal kurz der Hinweis: Alle Halterungen, wie zum Beispiel hier für die DSAP 25 oder auch für die TB6600 Endstufen oder auch diese kleinen Gehäuse, diese Verteilergehäuse, gibt es als kostenloser Download unten in der Videobeschreibung. Da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr mir ein Feedback und einen Daumen hoch dafür dalassen würdet. Wie eben schon kurz angesprochen, mit dem Handrad lassen sich sehr viele Sachen sehr einfach ansteuern. Riesenvorteil ist natürlich, der Computer, der Laptop steht nicht direkt nebendran und man kann auch mal manuell verfahren, was vor allem beim Antasten oder auch Ausrichten vom Werkstück sehr sinnvoll ist. Beziehungsweise damit kann man auch durchaus manuell fräsen. Natürlich, der PC muss angeschaltet sein, aber damit ist es recht gut machbar. Zur Erklärung, hier oben habe ich einen kleinen Drehdecoder, mit dem ich dann manuell selbst verfahren kann, nachdem ich mir die Achse hier über den jeweiligen Taster ausgewählt habe. Hier zum Beispiel ist noch die Z-Achse aktiv. Hier kann ich aber auch umschalten, selbstverständlich auf die X-Achse. Und wie du sehen kannst, in Estelcam, die Achse bewegt sich auch. Hier habe ich dann nochmal die Möglichkeit, die Spindelgeschwindigkeit zu regeln. In meinem Fall funktioniert es noch nicht. Also in Estelcam kommt das Signal zwar an, aber da ich eine Katsu-Frässpindel habe, ist es einfach noch nicht möglich, hier drüber die Drehzahl zu regulieren. Aber ich habe da schon mal vorgesorgt, da ich später hinaus auch eventuell eine andere Frässpindel einbauen möchte. Mit dem Drehregler habe ich dann die Möglichkeit, die Fräsgeschwindigkeit einzustellen, also sprich die Geschwindigkeit, wie schnell die Fräse arbeitet, wie schnell die Fräse verfährt. Hier habe ich die Möglichkeit, das Fräsprogramm an- oder auszuschalten. Hier dann die Möglichkeit, die Spindel an- oder auszuschalten. Auch das funktioniert noch nicht. Also Signal kommt an, aber ist noch nicht fertig umgesetzt. Und wenn jetzt zum Beispiel hier die Achse angewählt ist, in dem Beispiel jetzt die X-Achse, und ich dann hier auf OK drücke, dann kann ich damit auch die Achse abnullen. Das funktioniert auf den anderen Achsen selbstverständlich auch. Des Weiteren habe ich hier nochmal einen Stufenregler, mit dem ist es möglich, zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten zu wählen, wenn ich die Fräse manuell verfahren möchte. Was eben möglich ist mit dem Handrad, ist, dass man manuell verfahren kann. Also man könnte auch zum Beispiel ein Werkstück aufsparen und rein mit dem Handrad bearbeiten. Oder man nutzt das Ganze eben, um das Werkstück schneller ausrichten zu können oder die Oberfläche schneller antasten zu können. Das ist halt hier alles sehr einfach mit zu steuern. Zum Beispiel hier die X-Achse. Oder auch die Y-Achse. Oder selbstverständlich auch die Z-Achse. Das Ganze ist jetzt von der Geschwindigkeitsstufe noch recht niedrig eingestellt. Ich könnte sogar noch niedriger einstellen. Also das ist dann wirklich, das sind noch nicht mal Millimeter-Schritte. Ich glaube, in dem Fall sind es jetzt pro Umdrehung, die ich mache, beziehungsweise pro Schritt, den ich mache, nicht pro Umdrehung, ist es ein halber Millimeter. Aber das Ganze geht natürlich auch noch schneller, sodass man hier auch wirklich manuell sehr schnell verfahren könnte, wenn man es wollte. Die Datei zu dem Handrad, die gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Die Pinbelegung bzw. die Anschlussbelegung gibt es direkt bei Estelcam. Ich habe mich dort an den Schaltplan gehalten. Somit ist es auch kein Problem, das Handrad nachzubauen. Mir fehlen hier noch ein paar Knöpfe für drauf, was aber die Funktion nicht weiterhin stört. Dann, wie vorhin schon erwähnt, beziehungsweise jetzt auch hier nochmal als Beispiel, fahre ich die Achse etwas näher ins Bild. Und wie vorhin erwähnt, ist es ja auch recht einfach möglich, dann einen Werkzeuglängensensor zu nutzen. Dazu wird einfach diese Kroko-Klemme an den Fräser angeklemmt, dann das Gegenstück aufgelegt. In dem Beispiel ist jetzt einfach wirklich nur ein leitendes Material, wo unten dran ist, also ist kein richtiger Sensor. Und dann tasten wir das Ganze auch über Estelcam
schon mal an als Werkzeuglängenmessung. Die Verfahrgeschwindigkeit von der Werkzeuglängenmessung kann auch eingestellt werden. Ich habe hier eine recht niedrige Geschwindigkeit eingestellt, da ich den Abstand normalerweise ein bisschen geringer wähle zum Werkstück bzw. zum Längensensor. In dem Beispiel war es jetzt ein bisschen weiter weg, hat einen Moment gedauert, aber damit wäre jetzt die Z-Achse abgenullt. Auch wenn der Wert in Estelcam erstmal was anderes anzeigt. Das war's dann auch wieder mit dem Video. Falls dir es soweit gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Alle elektronischen Bauteile, die ich hier verbaut habe, sind nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit du die Teile eventuell auch bestellen kannst, wenn du magst. Falls du es noch nicht gemacht hast, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst. Gerne darfst du mein Video auch fleißig teilen. Wenn du möchtest, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mal auf meine Amazon-Wunschliste vorbeischaust. Vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.